Hallo, willkommen auf meinem YouTube-Kanal in einer Mod-Vorstellung für Transport Fever 2. Kleine Info am Rande, der Mod ist von Huge Dragon, der auch den neuen Bauernhof gemacht hat. Und wir finden ihn hier bei Fahrzeugen. Der Mod ist ein altes Straßenbahndepot. Ups, jetzt ist er weg. Da ist er. So, lassen uns mal ein bisschen drehen. So. Die Verlinkung für diesen Mod von Huge Dragon tue ich euch unter die Videobeschreibung setzen. Und ich würde ihn ja mal an eurer Stelle vielleicht besuchen gehen und gucken, was er noch für schöne Mods hat. Es gibt viele Mods von ihm. Dann vielleicht einen netten Kommentar da lassen, einen Daumen hoch. Und besonders wichtig, schöne Grüße von Donnys Spielecke. So, dann lasst uns jetzt mal diesen Mod betrachten. So, es gibt zwei Ein- und Ausfahrten. Also hier ist eine Einfahrt und eine Ausfahrt sozusagen. So, das ist ein ziemlich altes Gebäude mit Hebebühnen drin, aber das werden wir nachher noch sehen. Und einem kleinen Marktstand an der Tramhaltestelle. Das Gebäude ist als Haltestelle und als Fahrzeugdepot gedacht. Auf der Seite könnt ihr Busse und Fahrzeuge kaufen. Auf dieser Seite Straßenbahn. So, dann lasst uns mal von dieser Sorte drei Straßenbahnen kaufen. Ja, drei wollte ich nur. So. Ja. Und noch drei von denen kaufen. Nein. So, eine wieder weg. So, jetzt müssen wir erstmal eine Linie bauen, damit wir das ausprobieren können. So, dann lasst mich erstmal schnell Straßenbahnschienen bauen. So, hier rum. Hierher. Daher und dann wieder zurück. Und natürlich hierhin. So, es ist jetzt ein Gleis zu viel da, weil es normalerweise hier eine Einbahnstraße ist, dieses Stück Straße, und natürlich jetzt hier keine Schiene reingelegt werden kann. Ja, ich kann es mal versuchen, ob ich das Stück Straße in eine Einbahnstraße umwandle. Nur dieses Stück. Natürlich mit Elektro. Und dieses Stück dann auch noch. Und seht ihr, dann passt das. Aber dann passt das mit der Ausfahrt wieder nicht. Oder wir müssten das Ganze drehen. Das könnte man nämlich versuchen. So, dann funktioniert das. So, seht ihr, jetzt haben wir natürlich hier ein Gleis und das ist ja dann so okay. So, dann lasst uns noch mal zwei Haltestellen bauen. Eine hierhin, eine hierhin. So, und dann die Linien planen. So, die erste Linie nach hier und zurück. Zweite Linie von der anderen Seite hier nach da zurück. So. Jetzt könnt ihr natürlich, wenn wir jetzt hier hinten zu dem Straßenbahndepot hingehen und auf Linien gehen,
seht ihr natürlich, dass die eine Linie daher fährt und die zweite Linie den gleichen Weg nimmt. So, jetzt sagen wir aber mal der zweiten Linie, dass sie auf den anderen Gleis fahren soll. Dann fährt er auf das Nebengleis zum Halten. So, wir nehmen aber jetzt das Gleis. So, dann ist das dahin. Und ich würde dann noch einen Wegpunkt setzen hier und würde der zweiten Linie dann sagen, dass sie von hier über den Wegpunkt fährt. So, dann haben wir nämlich hier mehrere Haltestellen abgeglichen. Nein, das war nicht so gut, der Wegpunkt umbenennen. So, ich würde aber gerne durch die Halle fahren. So wird das was. So, dann lasst uns jetzt mal den Straßenbahnen die Linien zuteilen. So, die ersten alten Linie 8. Den Rest Linie 9. So, fahren wir mal mit der Linie 8 mit und schauen uns das mal an. Wir können natürlich jetzt noch nicht so allzu viel sehen, weil wir ja nicht beim Depot sind, aber wir fahren jetzt zum Finkenweg 8 mit der Linie 8. So. Ob da jetzt schon Leute stehen? Nein, stehen noch keine da. So, wir halten. Wir fahren dann mal weiter zum Hermsdorfer Zentrum und schauen mal, was die Haltestelle sagt. So, da kommt uns schon die Linie 9 entgegen mit M-Wagen. Ich will mich jetzt nicht festlegen, ob es M-Wagen sind, weil die M-Wagen gab es in mehreren Ausführungen. Und wie gesagt, ich meine, es wären M-Wagen in der Lackierung von München. Da lassen wir den Autofahrer noch vor, wir sind ja ein netter Dammbahner. Einmal rechts abbiegen zu den Haltestellen. So, am Markt vorbei, an den Bussen vorbei. Hier ist Schritttempo gesagt. Beide auf das verschiedene Gleis, weil die Linie 8 fährt auf das Gleis, die Linie 9 fährt auf das rechte neben uns. Jetzt fahren wir durch die Werkstatt und sehen dann die Werkstatt auch mal von innen, wie es da drinnen aussieht. So, da ist ein alter Straßenbahnzug aufgebockt, die Räder werden gewechselt. Da steht ein Arbeiter und einer kniet da hinten und macht eine Kiste auf und wir fahren dann wieder raus. So, jetzt fahren wir wieder geradeaus. Jetzt wird es dann Zeit, dass wir mal in die andere Linie einsteigen. In die und schauen uns das Ganze mal aus der Perspektive der Linie 9 an. Einmal die Linie 8 grüßen. So, wieder lang.
langsam fahren, weil hier auch Leute rumlaufen. Da gibt es auch noch frisches Obst. Also in den Pausen können wir uns mit Obst versorgen. So, theoretisch und praktisch müssten wir jetzt aufs rechte Gleis fahren. Ja, das tun wir auch. Als Busdepot fahren wir, glaube ich, auch daher. Jetzt fahren wir nochmal durch die Halle. Und aber auf der anderen Seite von der Tram, die repariert wird, her. Jetzt sehen wir den Arbeiter auch besser. Hierher und halten hier bei den Obstständen, um unsere Leute aufzunehmen. So, fahren dann weiter. Dann hätten wir praktisch beide Linien befahren. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir kaufen jetzt noch mal einen Bus. Schönen grünen Bus. So, kaufen den und setzen auf die Linie 9 und schauen mal, wie der Bus fährt. So, der Bus ist hier. Wir steigen mal ein. Wartet, dass er da vorbeikommt. So. Dann er hält auch auf dem linken Gleis. So, ich weiß jetzt noch nicht, fährt er auch durch die Halle durch? Nein, er fährt nicht durch die Halle durch. Er dreht da seine Kurve und fährt dann wieder zurück. Ist ja alles ausprobiert. Die Haltestelle funktioniert für alles. So, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Vergebt mir, wenn ich wieder so viel Blödsinn geredet habe. Wie gesagt, guckt mal bei Jude Streggen nach, lasst ihm einen Gruß da, auch von mir. Und in dem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag, euer Donny. Bis demnächst.